hier ist wieder Felix von Elektrofame. Heute mit einem kurzen Vergleich für euch zwischen dem Xiaomi Mi 3 und dem Xiaomi Mi 4. Das nagelneue Xiaomi Mi 4 hier auf der linken Seite einmal. Wir haben hier die Maße 139,2 x 68,5 x 8,9 mm. Das Mi 3 hat die Größe, hat dabei die Maße 144 x 73,1 x 8,1 mm bei einem Gewicht von 145 Gramm. Hier haben wir ein Gewicht von 149 Gramm. Vielleicht einmal ganz kurz zur Hardware. Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir beim neuen Mi 4 einen Snapdragon 801 getaktet mit 2,5 GHz haben. Das Ganze mit 3 GB RAM. Das Mi 3 hat einen Snapdragon 800 getaktet mit 2,3 GHz bei 2 GB RAM. Beide Versionen gibt es mit 16 GB ROM und 64 GB ROM. In dem Fall für beide Geräte kein SD-Kartensteckplatz und fest verbaute Akkus. Bei dem Mi 4 ist es ein 3080 mAh Akku, bei dem Mi 3 ist es ein 3050 mAh Akku. Beide Geräte haben ein 5 Zoll Full HD Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Megapixel. Dabei läuft das Mi 3 auf einer 4.3 Android-Version mit hauseigener Custom-ROM, das ist die MIUI V5. Das Mi 4 läuft auf einer 4.4 KitKat-Version, auch mit einer jeweils mit einem hauseigenen Custom-ROM, das ist die MIUI 6. Einen näheren Blick auf beide Geräte selber. Da haben wir hier bei dem Mi 3 einmal eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite, wobei wir hier beim Xiaomi Mi 4 eine 8-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite haben. Auf der Rückseite haben wir bei beiden Geräten einen 13-Megapixel-Shooter verbaut hier. Hier mit Dual-Auto-Flash, hier nur mit einfachem Autoblitz. Unten sehen wir bei beiden Geräten hier, die haben jeweils einen Lautsprecher und Micro-USB zum Aufladen sowie für den Datentransfer. Dann einmal oben hier die 3,5 mm Eingang, wobei hier der Schacht für die SD-Karten oben ist beim Mi 3 und das haben sie hier beim Mi 4 verändert, der ist dann hier zur Seite gewandert. Dann haben wir hier einmal zusätzlich hier einen Infrarotsensor, womit wir dann das Handy als Fernbedienung gleichzeitig nutzen können. So wie hier einmal bei beiden Geräten, das ist gleich geblieben, auf der rechten Seite An- und Ausschalter sowie die Lautstärkewippe. Okay, ich würde sagen, das war es soweit eigentlich fast zum Hauptunterschied. Wir können sehen, das Mi 3 ist etwas größer, jedoch hat sich beim Display nichts verändert. Das Display ist bei beiden Geräten 5 Zoll Display. Und was als Hauptunterschied noch merken, was man noch sehen kann, wir haben beim Mi 3 abgerundete Ecken hier, abgerundete Kanten hier, was beim Mi 4 nicht der Fall ist. Da haben wir hier außen ein Metallgehäuse. Ich zeige es euch noch einmal ganz kurz im Gesamten. So sieht's aus. Bei uns im Shop wahrscheinlich erhältlich ab November. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dann gibt es auch eine volle Review vom Xiaomi Mi 4. Das war's. Ciao, ciao.